Schönen guten Abend am Montag, dem 18. Mai. Herzlich willkommen wieder zu Mut at FDP, Konzepte in Krisenzeiten. Mein Name ist Ann-Kathrin Riedel, ich bin freie Beraterin für digitale politische Kommunikation und die Vorsitzende von LOT, dem Verein für liberale Netzpolitik. Das Wichtigste vorab: Diese Diskussion hier heute wird aufgezeichnet und nachher veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal der FDP. Sie können nachher gerne Fragen stellen. Wer nicht möchte, dass sein oder ihr Name genannt wird, nimmt sich einfach einen anonymen Namen, einen Pseudonym oder weist nochmal in der Frage darauf hin, dass er oder sie gerne anonym bleiben möchte. Damit das Wichtigste vorweg. Krisenzeiten sind Regierungszeiten, schlechte Zeiten also für die parlamentarische Opposition. Wo ist eigentlich die FDP? Das fragte gestern die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Fast schon eine Aufforderung, heute über die Opposition in Krisenzeiten zu sprechen. Denn eins kann ich schon vorwegnehmen: Sie sind da, die Freien Demokraten. Menschen erwarten vernünftige Vorschläge, wie sie selbst gesund durch die Krise kommen und das Land schnell wieder wirtschaftlich gesund wird, sagte im genannten Artikel mein erster Gast, Marco Buschmann. Du bist promovierter Jurist, warst schon von 2009 bis 2016 Mitglied im Deutschen Bundestag, von 2014 bis 2017 dann Bundesgeschäftsführer der FDP und seit 2018 wieder Mitglied des Deutschen Bundestags und dort der erste parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion der Freien Demokraten. Marco, bevor wir gleich über vernünftige Vorschläge, die die Freien Demokraten einbringen können oder einbringen, sprechen, möchte ich gerne erstmal von dir hören, warum ihr gerade als Opposition am Anfang die Vorhaben der Bundesregierung mitgetragen habt. War das rückblickend vernünftig? Ja, da gibt es zwei Gründe für. Und zwar am Anfang einer Krise geht es ja um zwei Dinge. Erstens, man hat es mit relativ großer Ungewissheit zu tun. Das heißt, es ist richtig, sich erstmal besonders vorsichtig an die Lage heranzutasten. Und deshalb waren wir auch der Meinung, dass wir am Anfang ein besonders großes Maß an Vorsicht auch an den Tag legen müssen. Auch wenn das Freiheitsrechte natürlich stärker beschneidet, weil das, glaube ich, in der Abwägung mit den Gesundheitsgefahren, also insbesondere auch der Überforderung des Gesundheitssystems, richtig war. Zweitens hat es uns natürlich ermöglicht, durch diesen besonderen Stil im Parlament, der also nicht durch das klassische Geplänkel, Opposition lehnt immer alles von vornherein ab, was von der Regierung kommt, auch Einfluss auszuüben. Denn die Pakete, die uns die Regierung vorgelegt hat, die sahen am Anfang sehr anders aus. Insbesondere hat sich Jens Spahn ursprünglich gewünscht, das Parlament bei vielen Entscheidungen schlichtweg rauszudrängen. Also zum Beispiel die Feststellung der ethischen Notlage wollte die Regierung alleine treffen können, und solche Dinge. Und es ist uns gelungen, eine ganze Reihe von Veränderungen auch aus der Opposition heraus am Anfang durchzusetzen. Das ist aber eine besondere Lage am Anfang. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Wir wissen sehr viel mehr. Wir haben sehr viel mehr gelernt. Wir wissen immer noch nicht genug. Man kann über eine Gefahr sowieso nie genug wissen. Aber wir wissen mittlerweile schon etwas mehr über die Infektionswege. Wir können deshalb ein Stück weit mehr einschätzen, welche verantwortbaren Lockerungen man sich zutrauen kann. Vor allen Dingen, wie schwer es viele Menschen beeinträchtigt, diese Maßnahmen. Und deshalb sind wir jetzt in einer anderen Phase, nämlich einer Phase, wo wir wieder zurückfinden in den klassischen Oppositionsauftrag, nämlich zu beleuchten, ob die Vorschläge der Regierung wirklich die besten sind, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, ob es nicht einen schonenderen Ausgleich zwischen der Infektionsabwehr und den Freiheitsrechten der Menschen gibt, als sie die Regierung vorschlägt. Und das gehört zu unserem verfassungsrechtlichen Auftrag, den wir jetzt auch erfüllen müssen. Danke dir. Mein zweiter Gast, Professor Karl Rudolf Korte. Er studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Pädagogik in Mainz und Tübingen, hat sich dann aber leider gegen das schöne Tübingen für seine Promotion entschieden und das in Mainz gemacht. Dann haben Sie in München Ihre Habilitation abgelegt. Seit 2002 sind Sie Professor an der Universität Duisburg-Essen, seit 2006 Direktor der NRW School of Governance.
Und die meisten aus dem Publikum kennen sie wahrscheinlich als einer der bekanntesten Wahlanalysten in den deutschen Medien. Und sie haben in einem wirklich ganz wunderbaren Interview in der Süddeutschen Zeitung von vor 10 Tagen, glaube ich, Folgendes gesagt. Der Stil einer kooperativen Opposition ist in Deutschland populärer als Fundamentalopposition. Die Deutschen sind nicht nur staatsgläubig, sondern sie lieben auch Entscheidungen am runden Tisch wie in einer Schlichtungsdemokratie. Unser politisches System ist wie eine Umarmungsdemokratie organisiert. Deshalb hat die Opposition auch in Nicht-Krisenzeiten das Hauptproblem, noch ausreichend sichtbar zu sein. Haben sich die Oppositionsparteien, und vielleicht geben Sie uns da auch eine kurze Einschätzung zu allen, bisher richtig agiert? Und worauf kommt es jetzt Ihrer Meinung nach in der Oppositionspolitik an? Naja, wenn dieser Rahmen so steht, dass wir auch eine Form von Proporzpluralismus in Deutschland haben, der honoriert wird, dann kann man das auch daran erkennen, dass auch das politische Kabarett möglichst ausgeglichen sein soll. Das kann einen als Demokraten die Tränen in die Augen bringen. Wenn die Mehrheit der Deutschen konstant über Jahrzehnte sagt, dass die Hauptaufgabe der Opposition darin besteht, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, dann möchte man eigentlich auswandern. Aber wir können die Wählerinnen und Wähler nicht ändern. Die sind so. Es ist eben da dieses Sicherheitskonservative, das Verständnis, dass wir eigentlich keine wirkliche Regierung brauchen, sondern eine gute Verwaltung. Die muss einfach effizient, gut, gerecht, nicht willkürlich arbeiten, und das andere ist so ein bisschen Beiwerk. Ich pointiere, aber unter so einer Rahmenbedingung ist Opposition super schwer. Insofern ist der Rat aus der Wissenschaft dazu, wenn man sich mit Oppositionsforschung beschäftigt, dass das Fundamentale zu gar nichts kommt und zu gar nichts bringt. Vielleicht zu einer Tagesaufmerksamkeitsökonomie, aber sich das Konstruktive, Kooperative langfristig dennoch auszeichnen, zumal in unserem Wahlsystem ja es fast immer auch so ist, dass wir nie eine komplette Regierung durch eine komplett neue ersetzen, sondern immer ein Partner aus der alten Regierung wieder mit dabei ist bei der neuen, sodass auch die Übergänge zwischen Regierung und Opposition nie wirklich krass sind. Und wie schlagen sich die einzelnen Parteien da so? Ja, das ist natürlich jetzt, müsste man genau präzisieren. Kommt es, auf welche Phase des Unwissens kommt es an? Ne, denn wir haben, das hat Herr Buschmann zu Recht gesagt, entscheiden unter Unwissen, Nichtwissen. Das gibt ja keinen Masterplan. Insofern tasten wir uns lernend vor, und das ist schon ein wunderbares Instrument der Demokratie, dass sie lernt und dass sie auch Fehler zugibt, um mit solchen Situationen umzugehen. Wir haben die Unberechenbarkeit als ein Grundprinzip des Entscheidens, mit der Überraschung zu leben. So, und da muss man sehen, wie ist da die Opposition zu verorten. Am Anfang adelt die Krise alles, was irgendwie mit P anfängt, wie Politik und Politiker. Über Nacht geradezu. Staatsgläubigkeit ist kaum noch messbar. Politiker sind diejenigen, die mein Leben retten. Und da ist es nicht nur angeraten, dass die Opposition sich darum kümmert, zügig auch Gesetze zu verabschieden, die offenbar zunächst davon ausgingen, aufgrund von wissenschaftlichen Analysen, dass dieses Abstandhalten, das Lockdown, Verlangsamungsmomente oder im Prinzip Kreisläufe zu trennen, also eine kluge Entkopplung aller Systeme und dadurch Zeit zu gewinnen, da mitzumachen. Das war absolut klug und ratsam. Und jetzt sind wir eben in einer neuen, in einer anderen Phase. Insofern müsste man die einzelnen Oppositionsparteien durchgehen. Was auffällt, ist eben in der Tat, dass die FDP eine der ersten waren, die überhaupt auch die Formulierung im Bundestag verwandt hat, auch von Exit-Strategie zu sprechen. Das kann wie Ungeduld wirken, kann aber auch in der Wertetradition einer freiheitlich orientierten Partei liegen, dass man das nicht als Überraschung werten sollte, dass man aus der FDP-Sicht nicht nur auf der Seite der Freiheit ist, sondern sich früher als andere vielleicht dazu auch Gedanken macht. Mhm. Danke. An dieser Stelle nochmal die Einladung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen zu stellen. Wir wollen jetzt die erste halbe Stunde hier einmal zu dritt diskutieren, und ich freue mich dann auf Fragen, die ich dann in der zweiten halben Stunde gerne mit reinnehme an die beiden Gäste. Marco,
Letzte Woche wurde über das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite verabschiedet. Da haben die Freien Demokraten einstimmig mit Nein gestimmt. Also nicht nur da sehen wir das schon beschriebene Ende der Zustimmung von dem, was die GroKo macht. Woran lag da das Nein? Fordert die Bundesregierung jetzt zu viel? Was ist da los gewesen? Ja, es hat was damit zu tun, dass wir ja gelernt haben, dass der Bundestag und unsere demokratischen Entscheidungsgremien eigentlich regulär handlungsfähig sind. Es gab ja zwischendurch tatsächlich mal die Sorge, führt Corona vielleicht dazu, dass der Bundestag gar nicht arbeiten kann, brauchen wir ein Notparlament, brauchen wir eine Art Ausnahmezustand. Wir haben gelernt, dass wir mit dieser Pandemie jedenfalls das hinbekommen. Wir haben im Bundestag die Abstandsregeln eingehalten, wir haben im Plenum getagt, es gab nicht zu zusätzlichen Infektionen. Und vor diesem Hintergrund fanden wir es falsch, dass das Parlament aus einer Reihe von Entscheidungen ein Stück weit rausgedrängt werden sollte. Also in diesem Änderungsgesetz gibt es eine ganze Reihe von Verordnungsermächtigungen. Das ist der rechtstechnische Begriff dafür, dass die Regierung Allgemeinverfügungen, Verordnungen erlassen kann, die vom Inhalt her unserer Meinung nach ins Parlament gehören. Und was treibt uns da? Das ist ja jetzt nicht, dass es darum geht, wir wollen irgendwie überall unsere Nase reinstecken, sondern wenn eine Entscheidung im Parlament getroffen wird, dann hat sie automatisch einen ganz anderen Grad an Öffentlichkeit. Das heißt, auch die interessierten Bürgerinnen und Bürger, die Wissenschaft, die Journalisten bekommen viel mehr über diese Vorgänge mit. Es findet eine viel breitere Willensbildung statt. Man bekommt aus der Gesellschaft einfach über E-Mails, über Anrufe, über Briefe, die man bekommt als Abgeordneter, Rückmeldungen auch aus der Bevölkerung dazu. Die Regelung passt auf unser Leben oder führt in unserem Leben zu großen Problemen. Und dieser ganz wertvolle Teil von parlamentarischer Öffentlichkeit und von öffentlicher Beratung von Gesetzen, der wird ein Stück weit abgeschnitten durch diesen Weg, das über Verordnungen zu machen, weil dann ist es ein sehr verwaltungsinterner Weg. Und deshalb sagt zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht ja zum Beispiel, dass alle Dinge, die Grundrechte, für Grundrechte wesentlich sind, dass die im Parlament entschieden werden müssen. Und wir waren eben der Meinung, dass durch dieses Gesetz zu viele Entscheidungsmaterien auf den regierungsinternen Verwaltungsweg gezogen werden. Das halten wir für intransparent. Wir sehen auch keinen Grund dafür, weil das Parlament eben regulär entscheidungsfähig ist und wir auch ja nicht obstruktiv damit umgegangen sind. Und das war für uns einer der entscheidenden Punkte. Es gibt auch noch so ein paar gesundheitsfachliche, aber das war sozusagen der, sag mal, aus so einer demokratischen und Transparenzperspektive der entscheidende Grund, hier abzulehnen. Mhm. Herr Professor Korte, Sie haben im Interview mit der Süddeutschen Zeitung viele Sätze gesagt, die man, wie ich finde, einrahmen könnte, unter anderem, Opposition muss sich vielstimmig zum Anwalt der Ungeduld machen, Zitat Ende. Und die Opposition könne auch in Krisenzeiten zu einem Debattentreiber werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade in diesen Krisenzeiten niemand eine Debatte haben möchte, das gar nicht wertschätzen möchte, wenn es konstruktive Kritik gibt. Alle sagen schnell, schnell, machen, machen, in der Hoffnung, wenn wir schnell machen, geht Corona schneller weg. Sie haben es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Sind wir in Krisenzeiten als Gesellschaft nicht mehr wirklich empfänglich für die demokratische Debatte? Ja, das ist eine gute Beobachtung. Wir sind nicht nur super Etatisten, staatsfrömmig und staatsgläubig. Wir lieben noch weniger die Vielstimmigkeit. Aber wenn man die Qualität von Demokratie erhalten will, muss man sich darüber hinwegsetzen und im Sinne der eigenen Parteidifferenz trotzdem das stark machen, was einen eben wertemäßig antreibt als Partei und das dann für die Logik der Krise auch mitverwenden. Das wäre eigentlich der Rat. Politik ist lernfähig, Wählerinnen und Wähler sind auch durchaus lernfähig. Also wer sich nur taktisch jetzt verschanzt und abwartet, wird am Ende nicht die Mitte stärken, sondern die Extreme. Denn Parlamente, wenn sie gut sind, sind Empörungsorte. Da muss man sich empören können. Zivilisiert, aber auch nicht nur auf der Straße.
sondern auch in der Unterschiedlichkeit in einem Parlament. Da gehört es rein. Und wer das versäumt, muss sich damit konfrontiert sehen, dass man sagt, bestimmte Themen greifen die Parteien nicht auf, dass der Mainstream, auch der Medien wird nicht aufgegriffen. Habt ihr euch denn irgendwie mit dem Gegenargument mal auseinandergesetzt? Ja, und das ist eine Folge, finde ich auch, die wir nach der Situation 2015, 16 eigentlich auch lernen sollten, indem zu lange dann eigentlich keine Vielstimmigkeit herrschte. Da brauchte man den Bundespräsidenten Gauck, der dann auch diese Metapher prägte, unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten sind begrenzt, so eine moralische Obergrenze zu formulieren, dass nicht jeder, der eine andere Meinung hatte, einfach stigmatisiert wurde. Und das ist schon eine Konsequenz, die man jetzt auch bedenken muss. Deswegen, wer jetzt in der Krise, in der praktisch sich die Abdrücke wiederfinden, wie wir aus der Krise rauskommen, wer jetzt den Abdruck hinterlässt, dass er durchaus eine andere Position hatte, weil wir nicht wissen, welche richtig ist, das ist kein Nachteil. Das stärkt auch die Qualität des Spektrums, sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen kann man eigentlich historisch auch aus der Betrachtung der Demokratieforschung durchaus dazu raten, uns es sich nicht einfach bequem zu machen, zu verschanzen, wie Sie sagten, hinter einem Mainstream, der scheinbar kurzfristig Vielfalt nicht mehr honoriert. Mein Gefühl ist auch, dass es halt in der gesamten gesellschaftlichen Debatte fehlt, nicht nur im Parlament. Aber Marco, was ist deine Erfahrung bei dem Thema aus der politischen Praxis? Ja, also das, was du beschreibst, ist eine ganz zutreffende Beobachtung und ist ein Effekt, den jetzt eine Disziplin, wir haben jetzt hier einen Politologen, mehr einen Juristen, mit dir haben wir sozusagen eine Software-Ingenieurin. Aber hätten wir jetzt einen Sozialpsychologen hier, der würde uns sagen, ja klar ist das so. Also wir wissen nach schweren terroristischen Anschlägen, nach Naturkatastrophen, in Kriegssituationen ist das so, da haben die Menschen ein ganz starkes Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und Einheit. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, Jonathan Haidt, der nennt das den Schwarmschalter, der dann umgelegt wird in solchen Situationen. Das kann man auch messen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer George W. Bush. Er hatte am 10. September 2001 Zustimmung. Werte von 50% und ab dem 12. September 2001 derselbe Mensch, dieselbe Regierung. Es war auch noch gar nicht so viel Zeit, dass er irgendwas hätte tun können. Derselbe Mensch hatte dann bei Gallup Zustimmungswerte von 86 und eine Woche später von 90%. Und das, was wir in Deutschland erleben, ist ja gar nicht spezifisch deutsch. Also selbst in Italien, wo man sagen kann, dass die Regierung sogar selber eingestanden hat, dass sie viel falsch gemacht hat, hat Herr Conte Zustimmungswerte von 70% und in vielen anderen europäischen Ländern von 80%. Also es gibt so einen Drang in der Krise, in der unmittelbaren Bedrohungssituation des Zusammenhalts. Und das ist dann natürlich ganz gefährlich, wenn dann in Zeitungsredaktionen oder in Fernsehredaktionen geschaut wird, Mensch, 70-80% unserer Zuschauer, die sehen das Thema in dieser oder jenen Richtung, dann wollen wir da mal nicht allzu hart dagegen gehen, wir wollen ja nicht verprellen und dann entsteht so eine Meinungsblase. Und dann ergibt sich genau die Gefahr, die Herr Korte beschrieben hat. Weil diese Meinungsblase, die vergeht irgendwann, die platzt irgendwann. Also irgendwann in einem halben Jahr werden die Menschen auch wieder sehr viel klarer auch auf die Dinge schauen, sich die Frage stellen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das fürs Land, was sind die Lösungsangebote. Und wenn vorher aber alle sich gewissermaßen ihres spezifischen Zugangs zur Politik entledigt haben, alle das gleiche Lied gesungen haben, dann fragen sich die Menschen, ist das eigentlich noch glaubwürdig? Und deshalb ist es auch wichtig, in einer Situation, wo es vielleicht taktisch ein bisschen geländegängiger wäre, vielleicht mal nichts zu sagen, sich das mehr so von den Zuschauerrängen aus anzuhören, schon den eigenen Standpunkt klar zu machen. Mit einem Gespür dafür, dass man nicht überzieht, auch mit einem Gespür dafür, dass man eine Dilemmasituation, in der wir uns ja befinden, auch als Dilemmasituation, also zwischen den Gefahren, die wir haben und sagen wir, den Freiheitsrechten der Bürger, dass man sie als solches erkennt, dass man nicht einfach die Gefahr ignoriert, aber dass man schon den eigenen Standpunkt klar macht, um für die spätere Phase, die da kommen wird, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, weil irgendwann der Schwarmschalter auch wieder auf Normalbetrieb gestellt wird,
da auch glaubwürdig zu bleiben und auch Umsetzungskonzepten für diesen Zeitpunkt zu arbeiten, denen dann die Bürgerinnen und Bürger hören wollen. Und wer da nicht sprachfähig ist, weil er sich vorher bequem gemacht hat, weil er einfach nur mitgeschwommen ist, der führt in der Tat dazu, dass sich die Menschen die Frage stellen, funktioniert das mit dem Parlamentarismus? Wenn die eh alle das Gleiche sagen, wofür braucht man das dann? Sondern dann müssen die Unterschiede deutlich aufeinanderprallen im Parlament, seriös, aber schon klar. Und ich glaube, dass das deshalb nicht nur für die Sache notwendig ist, sondern dass das viele Menschen auch wertschätzen werden in ein paar Monaten, wenn, wie gesagt, dieser Schwarmschalter mal so ein bisschen wieder auf Normalbetrieb gestellt ist. Super. Nur mit keine Gerüchte aufkommen. Ich bin keine Softwareentwicklerin. Ich kritisiere die Corona-App nur beständig. Ich bin Islamwissenschaftlerin, hat überhaupt gar nichts mit allem zu tun, was ich tue. Aber Marco, ihr habt ja letzte Woche dann mal, nicht dann mal, das ist fies formuliert, ihr habt einen größeren Antrag eingebracht, um eben gerade diese konstruktive Oppositionsarbeit zu machen, die jetzt dringend notwendig ist. Und zwar habt ihr einen Antrag für klare und transparente Kriterien für eine differenzierte Öffnungsstrategie eingebracht. Magst du uns kurz erläutern, was ihr da von der Bundesregierung fordert? Ja, also wenn man mit Menschen spricht, die sich jetzt wirklich bemühen, zum Beispiel für ihre Kunden, für ihre Mitarbeiter Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen zu schaffen, dass der Alltag weitergeht und man trotzdem Infektionsschutz mindert, dann ist das, was man meistens hört, die Erwartungsunsicherheit. Also dass beispielsweise bei der Bewertung der Lage immer andere Kennziffern benutzt werden. Dann ist die Gesichtsmaske oder dieser Mund-Nasenschutz am Anfang war er sozusagen eine Verschlimmbesserung. Jetzt ist es eine empfohlene Maßnahme. Und was wir anstoßen wollten, war mal eine Debatte, dass wir sagen, wir machen die Leute jetzt nicht irre. Oder zum Beispiel das Dritte, was viele auch irre macht, diese branchenbezogenen Regelungen. Ja, dass plötzlich der Infektionsschutz im Möbelhaus anders geregelt wird als im Autohaus. Das ist ja aus einer medizinischen Perspektive überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das hat natürlich viele Leute so ein bisschen irre gemacht und hat auch ein Gefühl der Ungerechtigkeit ausgelöst. Ja, warum darf ich ein Autohaus besuchen, ein Möbelhaus aber nicht. Das ist dem doch egal. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, um dauerhaft Akzeptanz für vernünftige Infektionsschutzmaßnahmen zu bekommen, ist, dass man klar benennt, es geht um Hygienekonzepte, es geht nicht um die Branchen. Es gibt bestimmte Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben. Also keiner kann garantieren, dass die in 2 Monaten noch genauso sind, aber gehen wir jetzt mal vom jetzigen Stand des Wissens aus, dann ist entscheidend erstens Abstand, zweitens Hygiene und drittens ist mittlerweile jedenfalls nützlich, um andere zu schützen, nicht um sich selber, um andere zu schützen, dieser Mund-Nasen-Schutz. Dann lasst uns doch auf diese Kriterien uns einigen und dann ist nicht mehr entscheidend, um welche Branche es geht oder wie groß das Ladenlokal ist, sondern wer ein entsprechendes Konzept hat, um diese Abstände einzuhalten, um seinen Geschäftsbetrieb, seinen Gewerbebetrieb, sein Geschäft, seine Beratungsstelle oder was auch immer da gemacht wird, er so durchführen kann, dass er diese Regeln einhält, der soll es tun dürfen und nicht dieses Rätselraten, welche Branche wird jetzt gegenüber welcher anderen privilegiert. Das sorgt, glaube ich, nur für Unfrieden. Denn nichts ist in einer Gesellschaft eher dazu geeignet, das Gefühl von Ungerechtigkeit aufkommen zu lassen, als das Gefühl, dass die einen privilegiert und die anderen benachteiligt werden. Und wenn man stärker sich an objektiven Kriterien anstatt an irgendwelchen Branchenvorschriften orientiert, dann glaube ich, ist mehr Akzeptanz da. Und dann können sich auch die Leute Gedanken machen, wie man diese Kriterien dann in ihrem ganz konkreten Ladenlokal, in ihrem Geschäftsbetrieb, in ihrem Arbeitsablauf durchsetzen kann. Dann wird auch Kreativität freigesetzt. Dann fangen die Leute an, sich zu überlegen, wie kriegen wir das hin. Und das, glaube ich, ist der ganz große Charme an einem solchen Zugang, der eben allgemeine, objektivierte Kriterien festlegt und nicht den Menschen, ich sage mal, versucht, das Denken abzunehmen, indem für jede Branche Detailregelungen gemacht werden und so ins Mikromanagement des täglichen Lebens eingegriffen wird. Das ist
so eine Erfahrung, die man sich merken kann. Es geht immer schief, wenn man zentral von Berlin oder von Düsseldorf aus oder von wo auch immer das Mikromanagement des täglichen Lebens für die Leute erledigen will, weil dafür das Leben zu vielgestaltig ist. Das geht immer schief. Herr Professor Kotte, Sie haben die Situation oder die mangelnde Meinungsdiversität der Parteien während der Flüchtlingskrise 2015 schon angesprochen. Finden Sie, dass gerade die Oppositionsparteien daraus jetzt gelernt haben in der jetzigen Krise? Und ist so ein Antrag, der jetzt von der FDP zum Beispiel gestellt wurde, ist das was, wo man sich mit abgrenzen kann, wo man Meinungsvielfalt oder eben auch verschiedene Arten aus diesem Lockdown rauszukommen sichtbar machen kann? Ich habe schon den Eindruck, dass da Lerneffekte sind. Parteien sind ja extrem lernende Organisationen. Daran kann man das sehr gut sehen, wie Institutionen sich verändern durch Lerneffekte, unterschiedliche Arten des Lernens. Und Parteien, die tagesplebiszitmäßig unterwegs sind auf dem Wählermarkt, denen bleibt auch gar nichts anderes übrig. Insofern ist das Bild, dass sich da nichts bewegt, ohnehin ein falsches, selbst bis in die Organisationsfragen hinein. Aber also unter dem Gesichtspunkt sehe ich das so, dass man praktisch ein besonderes Verhältnis zur Vorsicht entwickelt hat, nicht mehr in diese Falle zu tapsen, am Ende einer Partei es zu überlassen, nämlich damals der AfD, um eine Gegenposition zu entwickeln. Insofern sind viele differenzierte Ansätze, um die Moderation von Ungeduld in eine Bahn zu lenken. Und darum geht es ja jetzt. Gibt man der Rettung eine Richtung? Das wäre ja praktisch die Überlegung. Und welcher? Ohne zu wissen, welche genau richtig ist. Mein Ansatzpunkt wäre, auch nochmal im Hinblick auf die Kriterien nachzufragen, geht es nicht vielleicht auch um qualitative Ansätze, nicht nur um quantitative. Es ist in Deutschland auch sehr ausgeprägt, dass wir die Zahlen lieben. Also wir lieben praktisch das Messbare aus Mangel an eigenen Maßstäben. Dieses metrische Wir verfolgt uns ja überall. Und jetzt die Sicherheit, die über Zahlen der Johns Hopkins Universität uns gegeben wird, dass dann irgendwie Kurven runtergehen oder weniger, ist ja nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Aber wir orientieren uns an ihnen. Wo sind denn die anderen Maßstäbe, die man jetzt entwickeln kann, ohne jetzt in eine Gängelung zu verfallen, die vielen auch nicht am Ende passen würden? Wo ist die Frage, ist die Richtung der Rettung eine, die unbedingt vorrangig unter der Prämisse zu führen ist, wird dieses Land gleicher oder ungleicher im Blick auf die Differenzierung in soziale Ungleichheit, die vermeintlich im Bildungssektor ja größer wird. Ich kann das aus dem Unibetrieb, meine ich, ein bisschen beurteilen, dass da kollaterale Schäden bei der Corona-Kohorte bleiben werden, die Ungleichheit vergrößern. Also wäre es nicht ein Kriterium zu sagen, das darf nicht passieren. Also man kann andere anführen. Also es sind qualitative Kriterien, die man vielleicht nutzen könnte, um den reinen Fetisch von vorgegebenen Zahlen zu hinterfragen. Und ich meine, in der Tradition jetzt der FDP muss die FDP sich auch mit zwei Vorwürfen immer wieder konfrontiert sehen. Der eine ist sicherlich zu sagen, spielt das Primat der Freiheit wirklich ein zentraler Aspekt oder ist es immer das Primat der Wirtschaft, was unterstellt wird? Das ist ein Vorwurf, mit dem die FDP auch ihre Anträge, glaube ich, oder sich damit auseinandersetzen muss. Und der andere ist natürlich Markt. Auch das, wie verhält sich die Frage im Moment in der Krise, wie verhält es sich zum Markt? Weil wenn man es dem Markt überlässt, kriegen wir dann letztlich einen Impfstoff oder nicht? Hat es sich nach diesen asiatischen Pandemien da oder asiatische Viren, da SARS und wie sie alle hießen, hat es sich ja offenbar für die Pharmaindustrie nicht gelohnt. Vermutlich sind zu wenige gestorben, um einen Impfstoff zu entwickeln. Also wo hat der Markt es am Ende zugelassen, dass wir auch uns mit Schutzkleidung ausreichend ausstatten? Da finde ich, hätte ich gerne mal von den Liberalen eine Position zu, dass man nicht sagt, der Staat rettet, wäre sehr überraschend von den Liberalen, aber dass es nur der Markt ist, kann man doch in der Krise jetzt auch nicht sagen. Und ich finde, da wäre ich einfach neugierig, wie die FDP dazu argumentiert. Magst du dazu direkt was sagen?
Ja, gerne. Also natürlich sind das klassische Fragen, die an uns gerichtet werden und manchmal, bei Ihnen nicht, aber manchmal liegt dem ja auch ein Zerrbild zugrunde, als ob die FDP den Staat vollständig abschaffen wollen würde und sozusagen auch noch die Armee und die Polizei privatisieren würde. Also solche Leute gibt es, aber in der FDP eigentlich kaum. Wir sind ja keine Libertären, wir sind Liberale. Wir glauben an das Gewaltmonopol des Staates, wir glauben an öffentliche Aufgaben, wir glauben daran, dass der Staat auch gestalterische Aufgaben hat, insbesondere im Bereich der Bildung und der Wissenschaft, weil ja sozusagen der Bildungssektor für uns vorrangiges Instrument der Chancengerechtigkeit ist, während der Sozialstaat ja sozusagen nachgelagert repariert, ist ja unser Antrieb über Bildungschancen sozusagen das Reparieren erst gar nicht notwendig zu machen, also präventiv zu agieren. Also dieses Zerrbild, dass wir irgendwelche Thoreau-Anhänger wären, die sagen, der Liberale fühlt sich eigentlich nur einsam als Robinson auf der Insel wohl, wo es gar keinen Staat geben kann, das ist ja erstmal ein Zerrbild, mit dem politische Wettbewerber arbeiten. Der Staat hat Aufgaben, er hat Aufgaben in der Gefahrenabwehr und zur Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört natürlich auch beispielsweise eine gewisse Vorratshaltung an Schutzkleidung. Ich glaube, dass das von vornherein eine klare Arbeitsteilung gibt. Der Markt ist in der Lage, bestimmte Güter ressourceneffizient zu produzieren. Ob es diese Nachfrage und wann es diese Nachfrage gibt, ist aber eine Frage, die wir auch da politisch und gesellschaftlich beantworten müssen. Also was ist es uns wert, entsprechende Schutzkleidung zu bevorraten, auch wenn wir wissen, dass es in vielen Jahren vielleicht keinen Bedarf dafür gibt, einfach um die Sicherheit zu haben. Das ist so ein bisschen die Logik einer Versicherung und die Versicherungsprämie muss man auch bezahlen, obwohl man hofft, dass der Fall nie eintritt. Und das ist dann eine politische Frage und ist keine Frage, die ein Markt beantworten kann. Deshalb ist es, finde ich, auch ein bisschen ein Strohmann-Argument, dem Markt jetzt vorzuwerfen, dass er keine Lagerhaltung gemacht hat. Lagerhaltung, Bevorratung und sozusagen die gesellschaftliche Versicherungsprämie zu kalkulieren oder zu die Frage zu beantworten, ob man bereit ist, sie zu bezahlen, ist eine politische Frage. Die zweite Frage möchte ich ein bisschen offensiver beantworten. Ich bin im Moment sehr beeindruckt, was die Innovationskraft und auch die Flexibilität von Märkten angeht. Also alleine schon, wenn Sie sich mal anschauen, wie schnell es überall mittlerweile in Großstädten Masken zu kaufen gibt. Und zwar auf jedem Qualitätsniveau. Also von der FFP3-Maske, auf die mittlerweile schon auf Litfaßsäulen beworben wird, die man im Internet bestellen kann, bis hin zu Straßenhändlern, die Stoffmasken in den buntesten Varianten anbieten. Da würde ich jetzt mal ganz frech formulieren, der Markt funktioniert, weil er in Windeseile eine Verteilinfrastruktur und ein Angebot in der buntesten Vielfalt wirklich buchstäblich zur Verfügung stellt. Und auch auf der Ebene der Innovation und der Lösungssuche. Wir haben in den letzten Wochen wirklich eine ganze Reihe hoffnungsvoller Nachrichten in den Zeitungen lesen können. Neue Antikörpertestverfahren, eine ganze Reihe, ich glaube um die 20 Unternehmen haben jetzt bereits Zulassung für Antikörpertests. Es laufen die ersten Zulassungsverfahren für einen Impfstoff. Es wird Repurposing ausprobiert, also zum Beispiel die Nutzung von schon zugelassenen Medikamenten, die vielleicht glücklicherweise auch gegen Covid-19 helfen. Also wenn wir uns anschauen, dass wir uns dieser Krise und dieser Gefährlichkeit in Wahrheit als Gesellschaft erst einige Monate, es kommt uns vielleicht länger vor, aber erst wenige Monate bewusst sind und dann schon sehen, was Unternehmen und Märkte an innovativen Produkten hier schon hervorgebracht haben, dann glaube ich, ist das ein ganz ermutigendes Signal. Und wie gesagt, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssen den Staat abschaffen, aber wir müssen die richtige Arbeitsteilung finden. Und ich glaube, das Hauptproblem der letzten Jahre war, dass auch die Politik, den Vorwurf muss sie sich machen, sich ein bisschen um diese Versicherungsprämie, wie ich es vorhin genannt habe, rumgedrückt hat und deshalb den Markt gar nicht drum gebeten hat, dass man eben entsprechende Schutzkleidung einkauft und einlagert, dass man entsprechende Schutzmasken einkauft und einlagert, sondern diese Vorhaltekosten, die wollte man sich sparen in der Hoffnung, dass es nicht passiert. Das ist wie mit Leuten, die dann eben keine Hausratversicherung abschließen und hoffen,
dass es nicht zum Unglück kommt. Und das ist auch ein Lerneffekt. Aber das ist kein Argument, glaube ich, gegen Märkte. Es ist, glaube ich, ein Ansporn für die Politik, stärker auch wieder in dem zu denken, was man in der Finanzkrise schwarze Schwäne genannt hat. Also dass Ereignisse mit großen Auswirkungen, die man für selten halten kann, aber dass man sie ernst nehmen muss und dass man sich auch auf möglicherweise unwahrscheinliche Ereignisse trotzdem sorgfältig und vernünftig vorbereiten muss. Das gilt sowohl für Finanzcrashs wie auch für Pandemien. Und ich glaube, das ist ein Lerneffekt, den wir jetzt mitnehmen müssen. Ich habe jetzt ein Luxusproblem. Ich habe zwei Gäste, die unglaublich schlaue Sachen sagen, wo ich noch gerne viel rückfragen würde. Ich habe aber auch 160 Zuschauerinnen und Zuschauer, die ebenso schlaue Fragen stellen, die ich hier versuche parallel zu lesen, die auch unglaublich divers sind. Stellen Sie bitte weiter Fragen. Wir haben jetzt aber gesagt, ab 7 nehmen wir Fragen aus dem Publikum mit rein und deswegen machen wir jetzt hier mal einen Cut und ich stelle die erste Frage, die sich an Herrn Korte richtet. Da fragt Herr Jan Wiechmann nämlich, wie verträgt sich der Wunsch nach Kooperation mit dem Aufschwung der AfD? Die AfD lebt von Fundamentalopposition, so wie die Linke früher auch. Ändert sich da gerade etwas an der Politikvorstellung der Deutschen? Nein, sehe ich nicht grundsätzlich. Ich sehe erstmal auch phasenbezogen, dass die AfD erstmal weniger Zustimmung hatte, jetzt ein bisschen die Chance hat, wieder als mit einem Oppositionsthema sich zu präsentieren, weil sie suggeriert, sie setzt sich für Lockerungen im Sinne von Freiheit ein. Faktisch ist es so, dass die Partei ihren Weg gebahnt hat mit Elitenbashing, das Anti-Establishment begrifflich als Altparteien bezeichnet. Jetzt hat sie aber gezeigt über viele Wochen, dass diese Parteien Retter waren und Retterinnen. Insofern greift eigentlich das nicht. Es gibt einen anderen Punkt, auch wenn man sieht, dass die Programmatik ja der AfD nicht gemeinwohlorientiert ausgerichtet ist, in keinem Punkt, sondern immer Trend zwischen mir und anderen, denen und jenen. Also die Ausdifferenzierung in eine praktisch bipolare Wahrnehmung einer Gesellschaft, immer wir und die anderen, passt das nicht dazu in einer Situation, in dem eine Sehnsucht nach einem Corona-Solidarität sich entwickelt. Und ein dritter Punkt, auch die Perspektiventwicklung, dass man so eine Anmutung hat für auch Zukunftskompetenz, ist ja in der Programmatik der AfD nicht angelegt, weil sie ja doch zunächst mal auf das Destruktive, nicht auf das Konstruktive setzt. All das erklärt, warum sie nicht wirklich, auch wenn sie jetzt in den letzten Tagen medial stärker wieder wahrgenommen wird, punktet im Sinne von Umfragen. Aber ich schließe nicht aus, dass das Heer derjenigen, die grundsätzlich unzufrieden sind mit dem, was jetzt passiert ist, sowohl mit dem Lockdown als auch mit dem Rückgang des Lockdowns, dass bei der AfD als der Protestpartei, die Unmutsaufsauger immer war, als Sammelbewegung dort auch wieder landet. Das schließe ich nie aus. Aber ich sehe nicht, dass sich dadurch das Protestfall oder das Oppositionsgebaren grundsätzlich wandelt. Ich finde eher nochmal ein Aspekt, den wir noch nicht thematisiert haben, in welcher Verantwortung stehen auch die Oppositionsparteien. Die FDP ist ja in einigen Landesregierungen dabei, aber im Verhältnis zu den Grünen viel weniger. Also ist doch klar, dass die Grünen auch nochmal zusätzlich staatstragender agieren jetzt als die FDP. Und wir sehen auch zwischen NRW und Bayern den Unterschied. Die Koalition in Bayern, da ist ja eigentlich eine Retro-CSU mit dabei. Das ist unvergleichbar als die FDP jetzt mit der CDU in Düsseldorf. Sodass auch hier natürlich eine andere Art von Dramaturgie von ausging, um vielleicht schneller den Lockdown zu beenden. Auch das ist die Frage, in welcher Verantwortung eine Partei im Bund oder Ländern ist, wie sie medial wahrgenommen wird. Die AfD ist eben 16 Mal in allen Landtagen vertreten. Insofern ist sie Teil der Empörungsstruktur auch in den Landtagen. Aber sie ist in keiner Regierungsverantwortung. Danke. Dann habe ich eine Frage von Jakobine Janoczek, die an Marco Buschmann folgende Frage stellt. Müssen wir uns als Liberale scharf abgrenzen von den Demonstranten gegen die Corona-Einschränkung oder will die FDP sie als Verbündete in der Verteidigung der Freiheitsrechte?
Ja, das ist natürlich eine ganz akute Frage. Und ich glaube, es gibt ja nicht die Demonstration. Also das Demonstrationsrecht und zu demonstrieren, ist ja eine urdemokratische Angelegenheit. Und deshalb würde ich mich immer dagegen wehren, zu sagen, wer demonstriert, der sei per se verdächtig. Das wäre ganz entsetzlich, wenn wir in einer liberalen Demokratie zu der Überzeugung kämen, dass es Themen gäbe, zu denen man nicht demonstrieren dürfte. Ich glaube, wir müssen eine saubere Abgrenzung hinbekommen, nämlich zu unterscheiden, wer geht auf die Straße, weil er sich wirklich ernsthaft Sorgen macht, um Freiheit, um sein Leben, um die Entwicklung unserer Demokratie. Und wer geht auf die Straße, weil er in Wahrheit diese Corona-Krise nutzen möchte, um seine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dieser liberalen Demokratie zum Ausdruck bringen will und sie vielleicht sogar überwinden möchte. Und ich möchte noch eine Gruppe bilden. Wer gehört vielleicht zu diesen, ich sage es jetzt einfach mal frech, windigen Hallodris, die da einfach große Freude dran haben, wirre Thesen in die Welt zu setzen und es ein Stück weit genießen, dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich beschreibe das mal so, das ist ja auch ein Phänomen, das man ja nicht nur im Internet beobachten kann, dass die Leute sozusagen bewusst die Provokation um der Aufmerksamkeit willen suchen, gar nicht wegen des Anliegens. Und ich glaube, Liberale müssen sich immer dafür einsetzen, dass die Menschen sozusagen alle ihre Ansichten artikulieren können. Aber wenn Menschen auf die Straße gehen, weil sie liberale Demokratie überwinden wollen oder dagegen Misstrauen schüren wollen, dann haben wir mit ihnen natürlich nichts zu tun. Wenn wir das so formulieren, haben wir eigentlich ein relativ sauberes Abgrenzungskriterium. Also es kann nicht darum gehen, um Demonstranten an sich, sondern es muss darum gehen, wer ein Anliegen hat, dass er im Rahmen einer liberalen Demokratie, für das er im Rahmen der liberalen Demokratie werben möchte, der muss das tun können. Wer Verschwörungstheorien verbreitet und wer Unbehagen, wer gegen die Demokratie selber zu Felde zieht, da müssen die Prinzipien der wehrhaften Demokratie gelten. Dagegen müssen wir uns abgrenzen und den Leuten müssen wir auch ein Stoppschild zeigen. Das klingt jetzt so abstrakt gesprochen relativ einfach. Es kann im Einzelfall zum Teil sehr schwer sein. Aber ich glaube, wenn man sich die Ankündigung anschaut, wenn man sich anschaut, wie argumentiert wird, wenn möglicherweise Thesen in die Welt gesetzt werden, dass, sagen wir mal, die Bundesrepublik Deutschland gar nicht existiere, irgendwie das Deutsche Reich noch weiter existiere. Ich glaube, das sind untrügliche Kennzeichen dafür, da nicht um die Artikulation von Freiheit und Demokratie geht, sondern dass da Leute die Krisensituation missbrauchen, um für ihre ganz kuriosen und zum Teil, muss man sagen, sogar verfassungsfeindlichen Ansichten zu werben. Und mit den Leuten haben Liberale natürlich nichts zu schaffen. Ich habe da noch mal eine ganz eigene Frage, die ich auch vorbereitet hatte. Was mich bei diesen Demonstrationen nämlich auch wundert, ist ja das, was du gerade schon sagtest. Viele Leute glauben, es gibt eben das ist eine Bundesregierung, die uns komplett einschrecken will und alle Grundrechte berauben will. Wo ich mich immer frage, eigentlich sehen wir doch, dass die Demokratie funktioniert. Ihr als Opposition seid aktiv, wir haben Gerichte, die ja auch schon einige Sachen wieder eingefangen haben. Haben wir ein kommunikatives Problem, den Leuten klarzumachen, ja, hier gibt es Einschränkungen, aber der Rechtsstaat, die demokratische, die liberale Demokratie funktioniert doch eigentlich? Ja, also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn Menschen wegen Einschränkung ihrer Freiheit auf die Straße gehen, dann bin ich doch als Liberaler der Letzte, der sagt, selbst wenn ich der Meinung bin, dass der eine legitime Freiheitseinschränkung ist, freue ich mich doch erstmal, wenn Menschen dafür sensibel sind und nach Begründung verlangen oder sozusagen einen größeren Freiheitsraum einfordern. Das kann in der liberalen Demokratie nichts Illegitimes sein. Also selbst dann, wenn ich selber zu einer anderen Abwägung komme, das muss möglich sein. So ein bisschen wird die Grenze natürlich überschritten, wie gesagt, wenn diese sektiererischen Verschwörungstheorien kommen. Also sagen wir mal, das Grundgesetz sei abgeschafft und
Ich meine, das sind manchmal auch Zuspitzungen, sowas hat man vielleicht in den 50er, 60er Jahren sogar auch mal im Bundestag gehört, aber wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann muss man wirklich sagen, das ist sektiererisch. Gerade die Gerichte haben sich in den letzten als ganz effektives Bollwerk der Freiheit bewährt. Nicht nur das Bundesverfassungsgericht, auch viele Landesverfassungsgerichte, auch viele Verwaltungsgerichte haben eine ganze Reihe von übermäßigen Freiheitseinschränkungen aufgehoben. Also die Verfassung funktioniert schon. Und wer gegen die Verfassung demonstriert, der kann nicht der Verbündete sein. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist auch das Recht von Demonstranten, ein Stück weit auch mal zu überziehen. Ja, also ich meine, Demokratie und gerade so Kommunikationsgrundrechte wie Presse, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sind ja auch ein Stück weit auf Konflikt angelegt. Da darf es auch schon mal ein bisschen zünftiger zugehen. Aber es muss eben in dem festen Bewusstsein sein, dass man zum Grundgesetz steht. Und wenn man sich das zum Kriterium wählt, wenn man sich das zum Maßstab wählt, dann kann man, glaube ich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wenn man mal so ein bisschen hineinhorcht, was verkünden die Organisatoren, kann man relativ leicht ein Gespür dafür bekommen, wo man als Liberaler eine Sympathie oder ein Verständnis entwickeln kann und wo es einem vielleicht erfehlen soll. Aber wenn ich das nochmal ergänzen darf, der Soziologe Luhmann sprach ja von Aufregungsschäden. So kommt mir das im Moment auch vor. Und ist die Frage, wie verzerrt wir das auch wiederum wahrnehmen? Jetzt in der Bewunderung, dass man wieder raus darf, dann auch sowas abzufilmen. Bedeutung und Beachtung sind eben nicht gleich. Denn 85% oder mehr sogar sind konstant für all diese Maßnahmen, sodass der Protest im Moment medial auch überhöht wird, aus meiner Sicht. Die Zahlen sagen nämlich etwas ganz anderes. Und andererseits, die Qualität der Demokratie ist auch von der Qualität der Öffentlichkeit abhängig. Und die Öffentlichkeit ist in einem doch deutlichen Strukturwandel begriffen. Allein, wie wir hier uns jetzt unterhalten, kann man ja daran erkennen, dass da viel an Strukturwandel da ist, und das bringt einen zu der Kernfrage zurück, welche Wirklichkeit ist wirklich? Ne? Und die ist kommunikativ nur noch schwer abbildbar und nachvollziehbar, weil doch die Mehrzahl sich in diesen Meinungsblasen selbst bewegt und damit eine Kaskade vorantreibt der Selbsteskalation bei Themen und auch das Medium selbst den Inhalt dann so nach vorne bringt, dass er lauter wird, als er eigentlich sein sollte. Und da wird Sehnsucht nach Bestätigung gesucht und nicht nach Deliberation. Also insofern wundert mich das nicht. Nur die Frage ist, wie wir langfristig damit umgehen, wenn wir diese Kommunikationskultur weiter ja intensivieren. Ob wir den amerikanischen Weg am Ende gehen in einer komplett polarisierten Gesellschaft, das glaube ich nicht. Das ist hier anders. Trotzdem fehlen einem wirklich gute Antworten darauf. Denn was sich jetzt manchmal unter der Herrschaft des Irrationalen oder auch Herrschaft der Idiotie, kann man schon sagen, da zeigt, ist ja, das ist ja Karneval pur. Und das ist aber von denen, die dort auftreten, ernst gemeint. Und man fragt sich wirklich, wie sowas passieren kann. Ne? Und dann auch die Begrifflichkeit, das mit Verschwörungstheorien zu beginnen. Da muss man als Wissenschaftler natürlich gegenhalten. Eine Theorie ist ja doch etwas Systematisches, systematisch Angelegtes, vor allem auch etwas, was immer mit begründeten Aussagen zusammenhängt, die wissenschaftlich begründet sind. Das kann es ja wohl bei Verschwörungen dieser Art nicht sein. Also ich will nur andeuten, dass eine neue Form des Protests, die auch kommunikativ angetrieben wird, durch die Digitalmoderne, in der wir sind. Und dazu braucht eine repräsentative Demokratie auch neue Antworten. Wenn sich die Öffentlichkeit dermaßen verändert, müssen wir auch überlegen, wie deliberative Demokratie überlebt unter diesen Rahmen. Gerade bei dem Punkt Verschwörungstheorien, da hat der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württembergs, Michael Blume, auch so gesagt, wir sollten nicht von Theorien sprechen, sondern von Mystiken. Marco, ich würde aber ob der Zeit, wir haben nur noch 10 Minuten, die nächste Frage reinnehmen. Einen kurzen Satz, gut. Aber schon immer gegen Kultur. Also ob wir den Bach nehmen, ob wir die Brockdorf-Bewegung nennen und so weiter. Also wir sollten nicht zu kulturpessimistisch drauf schauen. Wir werden auch einen Weg finden, damit umzugehen. Da bin ich einfach
optimistisch, schwer es uns im Moment vorkommt. Aber freie Gesellschaften haben immer auch Gegenkulturen, auch irrationale Gegenkulturen. Und wir werden einen Weg finden, auch damit umzugehen. Sonst wäre es ja auch fast langweilig, oder? Herr Professor Korte, Sie haben mehrfach schon von der Lernendemokratie und der Lernenpolitik gesprochen. Und Michael Kowalski fragt, wenn Ihre These, dass die Politik lernfähig ist, müsste die Welt nach der Pandemie anders aussehen als vor der Pandemie wahrscheinlich. Mit welchen nachhaltigen Veränderungen rechnen Sie? Einmal, dass wir die neuen Formate der Digitalmoderne viel offensiver nutzen, als es bislang der Fall war, die man auch nutzen kann ohne G5, weil immer gesagt wird, nur dann geht die Welt, wird sie nicht untergehen. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also unter den Rahmenbedingungen von privat-öffentlich, Arbeitsplatz, privat, also Zeitressourcen, da wird einiges auf jeden Fall bleiben. Mein anderer Ansatz ist zu sagen, die Wertschätzung der Freiheit hatten trotz unseres Einstiegsthemas der Staatszentriertheit, um Hilfe zu suchen, auch einen besonderen Stellenwert erfahren. Erstmals haben die Westdeutschen jetzt gemerkt, was es bedeutet, ganz konkret nicht von A nach B gehen zu dürfen. Das habe ich auch persönlich noch nie in meinem Leben erlebt. Also die Wertschätzung der Freiheit, davon wird auch was bleiben, auch im Widerstand oder im Aufgabe als Opposition, millimetergenau darauf zu achten, wer die uns zukünftig nehmen könnte. Und auch nicht nur auf dem Verordnungswege, sondern sie auch zu begleiten. Also auch ein Punkt, der, glaube ich, relevant sein wird für die Zukunft. Dann glaube ich auch, dass wir uns verabschieden von den sogenannten Glaubensweisheiten oder Glaubenssätzen. Globalisierung ist nicht unumkehrbar. Das Auto ist komplett out. Jetzt sehen wir, es ist das einzige virensichere Vehikel, mit dem wir uns bewegen. Also, dass man auch bestimmte Grundsätze, die wir glauben, mantramäßig vor uns her gebetet zu haben, stärker zu hinterfragen. Auch das lernen wir. Und vielleicht auch noch im Blick auf die Richtung. Wir belohnen ja im Sinne der Mobilisierung bei Wahlen die auch eine Perspektive glaubhaft vermitteln können und dafür auch Kompetenz mitbringen, idealtypisch. Und da ist ja Daseinsvorsorge, Vorsorgestaat etwas, was viel stärker im Sinne des Sicherheitsmanagements eine Rolle zukünftig spielen. Also wir werden lernen, den Vorsorgestaat neu zu definieren und damit auch einen anderen Effekt treffen, nämlich die politische Mitte zu stärken, weil wir doch aus der Parteienforschung kennen und auch der Wahlforschung, dass diejenigen, die den Staat noch überhaupt sichtbar erkennen, auch in der Regel Mittewähler sind. Wer politische Verlassenheit spürt, wählt in der Regel extrem. Und da ist oft das kleine Vehikel, dass der Bus noch fährt, dass es ein Krankenhaus gibt, dass es eine Bücherei gibt, was auch immer, das haben wir rauf und runter gebietet. Diese Art von regionaler Daseinsvorsorge hat einen neuen Schub bekommen, sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist. Und vielleicht der letzte Punkt, wenn jetzt das Zutrauen zu der Politik und den Politikern, dass sie so steuern können und dass sie uns im internationalen Maßstab auch so positiv gerettet haben, natürlich haben wir uns nur selbst gerettet, weil wir alle mitgemacht haben, aber im übertragenen Sinne, glaube ich, kann Politik auch leichter wieder steuern. Sie kann ansetzen, von uns etwas zu verlangen. Und das finde ich auch kein Nachteil. Also da ist ein neues Vertrauen zur Politik gewachsen, mit dem man wirklich auch etwas machen kann, aus Sicht der Politik. Marco, ich würde die Frage gerne nochmal an dich weitergeben. Lerne Demokratie, aber viel konkreter. Ihr habt es ja schon in der Fraktion wegen Jimmy Schulz damals ermöglicht, dass er krebskrank digital an Fraktionssitzungen teilnehmen kann. Wie siehst du das für die parlamentarische Arbeit allgemein jetzt mit Videokonferenzen, digitale Teilhabe, vielleicht auch zur Möglichmachung von eben Kranken oder Menschen, die nicht kommen können, Parlamentarier, oder aber auch für den Notfall wie jetzt, dass ein Parlament arbeitsfähig ist mit allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern digital eben. Gibt es da Lerneffekte im Bundestag? Ja, das ist ja, Not kennt kein Verbot und viele alte Gewohnheiten, wo man gesagt hat, das haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir das ändern, die werden jetzt aufgebrochen, weil es nicht anders geht. Das sind manchmal ganz praktische Dinge, also beispielsweise wir wären gar nicht in der Lage,
Ausschüsse mit diesen 1,5 Meter Abständen hier durchzuführen mit den ganzen Mitgliedern im Haus. Also wir haben gar nicht diese großen Säle alle. Und deshalb führen die Fachausschüsse des Deutschen Bundestages ihre Sitzungen eben mittlerweile hybrid durch. Das heißt, ein Teil der Abgeordneten befindet sich dann im Ausschusssaal und ein anderer Teil wird telefonisch oder eben über WebEx oder welche Plattform auch immer die nutzen oder Zoom dazu geschaltet. Wir machen das als Fraktion auch und in der Tat gibt es jetzt auch eine Arbeitsgruppe, in der bin ich Mitglied, die auch darüber nachdenkt, ob sowas im Plenum möglich wäre. Wir haben da so einen Auftrag der Fraktionsvorsitzenden bekommen, allerdings lautete der Auftrag mal auszuloten, was ohne Verfassungsänderung geht. Das ist wahrscheinlich sehr eng begrenzt, weil natürlich die Mutter und Väter des Grundgesetzes und im Prinzip, wenn man Leute vor ein paar Wochen gefragt hätte, hätten die immer gesagt, also Parlament, das findet im Parlamentssaal statt. Das ist ein Ort der Begegnung, auch der Auseinandersetzung. Man muss sich auch so ein bisschen Auge in Auge sehen. Das hat ja auch so ein bisschen was von Wettkampf. Das macht die Sache ja auch spannend. Aber das loten wir im Moment auch aus. Ohne Verfassungsänderung wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Ich will aber übrigens auch eins sagen. Als Arbeitstool treibe ich ja überall digitale Instrumente voran. Wir haben in der Fraktion unser Intranet, was einen extremen Produktivitätsschub auslöst. Ich finde auch Videokonferenzen und Ausschusssitzungen gut, auch Fraktionssitzungen kann man durchführen. Es ist allerdings so, dass eine Debatte im Parlament nochmal bestimmte Funktionen erfüllt, die mit einer Videokonferenz nur schwer darstellbar sind. Ich sage nicht unmöglich, aber schwer, weil es ja schon, sagen wir mal, um Rede und Gegenrede im Angesicht der Andersdenkenden geht. Also der Parlamentarismus, also ne, das Palare, das Miteinander sprechen, lebt ja von dem Gedanken, wir führen ein manchmal gebildeteres und manchmal weniger gebildetes, manchmal ein emotionales und vielleicht auch manchmal weniger emotionales Gespräch und versuchen, den anderen zu überzeugen. Und allein diese Anmutung, dass da jemand dann in Stuttgart vor einer Kamera sitzt und jemand in Hamburg vor einer Kamera sitzt, man weiß gar nicht so richtig, welche Abgeordneten hören denen jetzt zu und welche nicht, ist von der ganzen Anmutung natürlich eine Situation, wo es erstmal schwer fällt, das auch als jemand, der das von außen wahrnimmt, so zu sehen. Und deshalb bei aller Digitalisierungsbegeisterung ein vollständig virtuelles Parlament, das keinen Ort mehr hat, wo man auch nicht mehr physisch zusammentrifft, wo dann auch das Menschliche manchmal es leistet, dass man den intellektuellen Disput dann doch auflöst, weil der Parlamentarismus sehr viel auch mit Menschlichem zu tun hat, ja, dieses auch mal fünfe gerade sein lassen, ja, das ist, glaube ich, gar nicht erstrebenswert, sondern das Parlament muss immer auch ein Ort menschlicher Begegnung sein. Aber im Ausnahmefall, bevor es gar nicht arbeiten kann, wäre das natürlich auch ein. Ich glaube, das merken wir jetzt alle nochmal, wie bedeutsam das Menschliche ist, dass nur digital irgendwie keine schöne Vorstellung einer Zukunft ist. Ob der Zeit, ich möchte gerne noch eine Frage reinnehmen und bitte um eine kurze Antwort, auch wenn sie eine riesengroße Frage ist, die hier Thorsten Geber stellt. Er fragt nämlich, haben wir in Deutschland ein Problem mit dem Liberalismus? Warum sind die Leute so etatistisch? Ja. Also jetzt kann man ganz viele, jetzt kann man was über Tradition oder Prägung sagen. Ich finde immer, Liberale glauben ja an die Eigenverantwortung. Wir wollen keine Ausreden finden. Deshalb meine ich, lasst uns nicht darüber nachdenken, warum unsere Aufgabe so schwer ist. Lasst uns mehr darüber nachdenken, wie wir mehr Menschen begeistern, ja, von dieser großartigen politischen Idee. Und die Frage sollten wir uns jeden Tag stellen, statt zu überlegen, warum das, weil die Aufgabe so schwer ist. Das ist zwar spannend, das ist auch für die Wissenschaftler sicherlich spannend, aber für uns als aktive Politiker müssen wir die Frage stellen, wie begeistern wir die Leute trotzdem? Und dann machen wir unseren Job, glaube ich, gut für diese faszinierendste, wie ich sie finde, diese faszinierendste politische Idee, die wir haben. Herr Professor Korte. Ja, klar gibt es ideengeschichtliche Vorläufe, aber ich will es auch mal positiv wenden, im Rausch des Positiven, in dem wir praktisch jetzt den Etatismus vielleicht in einem anderen Licht sehen sollten, erkennen wir die Selbstwirksamkeit, die offenbar greift.
obwohl es Staatsfrömmigkeit gibt, aber ohne dass uns jemand erklärt hätte, dass wir durch Hygieneregeln und Abstand und erstmal zu Hause zu bleiben, auch Menschenleben retten, hätten wir es ja nicht gemacht. Und da wir es gemacht haben, haben wir uns das nicht nur einfach anordnen lassen, sondern das ist ein Erfahrungsgewinn. Auch, dass wir diese Krise gemeinsam jetzt so überstehen, macht eine Gesellschaft viel stärker, als sie vorher war, durch Selbstwirksamkeit. Also weil wir selbst individuell so uns verhalten haben, sind wir insgesamt stärker geworden. Ich finde, das ist für mich was, auch was Positives, was erstmal nichts mit Etatismus zusammenpasst, sondern auch eine neue Erfahrung ist, die wir gemacht haben, die wir wahrscheinlich dem noch zuordnen werden, aber die, ja, also die am Ende auch Corona-Kreativität geradezu produziert. Und in diesem Rausch des Positiven, meine allerletzte Frage, die ich immer stelle, passend zu unserem Motto, Mut at FDP. Was macht Ihnen gerade Mut? Wer mag anfangen? Also, wenn ich mir anschaue, wie diese enormen Belastungen, Menschen, die zu Hause kleine Kinder haben, die ihren Job hinbekommen müssen, mit welcher Energie die diesem Druck standhalten und auch trotzdem noch darüber nachdenken, wie sie den Nachbarn helfen können oder den Bekannten oder den Freunden, dann finde ich, wir können richtig stolz sein auf die vielen tollen Menschen, die eine wahnsinnige Last schultern, ohne zu jammern, sondern überlegen, wie sie das hinbekommen. Und das zeigt eigentlich, wie stark die Menschen sind. Da sind wir ganz nah an diesem Thema Selbstwirksamkeit dran. Und wenn das zu einem gesunden, gestärkten Selbstbewusstsein führt, das, glaube ich, dieser Gedanke macht mir großen Mut, dass die Menschen sehen, dass sie über sich hinauswachsen können, wie wertvoll sie sind, wie stark sie sein können. Das macht mir sehr großen Mut. Herr Professor Krotte. Ja, mir macht Mut, wie stark die politische Mitte wieder zusammengerückt ist. Nicht im Sinne, dass wir all das Gleiche sagen, aber dass sie noch breiter geworden ist. Bei der Bundestagswahl haben 73% politisch mittig gewählt und man hat auf der Strecke danach oft den Eindruck, dass das alles extrem extremistischer, polarisierter wird. Es ist offenbar nicht der Fall. Da ist eine Mittigkeit der Gesellschaft, die ganz offenbar so tragfähig ist, dass sie jetzt nicht nur zusammensteht, sondern daraus auch Kraft schöpft. Das macht mir sehr viel Mut und da kann man auch stolz drauf sein, was für politische Kultur sich hier hält, ganz offenbar. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend die Zeit genommen haben. Auch vielen Dank an, wir waren zwischenzeitlich 180 Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für die ganzen tollen Fragen, die ich nicht, leider, alle nicht leider stellen konnte. Danke an Professor Karl-Rudolf Korte und Dr. Marco Buschmann. Die Aufzeichnung dieser Folge gibt es, wie gesagt, bei YouTube auf dem FDP-Kanal. Nächste Woche geht es weiter, da die gesamten Social-Media-Kanäle der FDP beobachten, damit Termin und Person bekannt gegeben werden kann dort. Vielen Dank auch von meiner Seite und einen schönen Abend an alle. Ciao. Ciao.